Moin, ihr Lieben! Heute ist ein ganz besonderer und emotionaler Tag für mich, denn ich darf heute das zweite Stück von Die Marsch hören. Wer mich noch nicht kennt oder neu ist auf diesem Kanal, mein Name ist Susanna Proskura und ich bin Vocal Coach. Aus dem klassischen Bereich komme ich und ich habe Die Marsch letzte Woche zum ersten Mal in meinem Leben gehört und bin total geflasht und begeistert. Mein Freund Alex aus Ulm, der hat mir dieses Video geschickt. Nun musste ich ihn aber versprechen, dass ich bis heute kein weiteres Video von ihm hören darf, damit diese Reaktion jetzt total spontan ist. Und darauf freue ich mich schon riesig. Das wäre, denke ich, so schön, wenn die Community in Deutschland noch mehr wachsen könnte. Insofern bin ich euch sehr dankbar für jedes Like, Kommentar und natürlich Abo. Und möchte mich hiermit auch sehr herzlich bedanken für die vielen Kommentare und Likes für das letzte Video. In dem letzten Video, da weiß ich noch, da habe ich gespürt, da steckt irgendwie mehr in die Marsch. Ich habe es mir nachher nochmal angeschaut, als ich dann auch alleine war, kamen mir dann auch die Tränen, wo die Kamera nicht lief. Einfach, das musste nochmal so sacken, weil diese Stimme ist so individuell und ich frage mich die ganze Zeit, was kommt noch? Was gibt es noch? Und das gehen wir jetzt hier an. Ich drücke mal auf Aufnehmen und Play. Auf der richtigen Stelle schon mal, wie man ihn sieht. Er muss nur da stehen, das Publikum klatscht. Frauen und Männer, ne? Alle sind begeistert von ihm. Wer spielt denn das jetzt? Wieder das Herzklopfen. Oh, der Vater. Ich mache mal ein Like schon mal. Spannung drin. Mein Herz schwingt. Er spielt mit uns. Wir spüren, es kommt gleich was. Mit einer Leichtigkeit auch, ne? Oh, süß, der Vater. Ist auch so süß. Jetzt wieder diese Spannung mit der Leichtigkeit kombiniert. Jetzt geht's wieder los, oder? Nein. Nein. Eine starke Stimme wieder. Thank you.
zweimal so mega cool. Es wird höher. Bis. Diese Geste, die muss ich mir merken. Ist das noch höher? Ja. Ja, ich sage auch, ich mach mal, würde mir noch, das tue ich mir später an, die Kommentare, ne? Also unglaublich. Vor allem diese Leichtigkeit, mit der er das macht. Es scheint ihm, natürlich sieht man, sein Körper arbeitet, aber es scheint ihm nicht irgendwie so die größte Mühe zu machen. Ich denke gerade mal, das ist hier ein S. Und wir hatten davor, beim letzten Stück war das irgendwie auch so ein tiefes E. Das sind noch 3 Oktaven. Ich habe viele Kommentare bekommen, dass er 6 Oktaven hat. Also muss da noch viel mehr drinstecken an Höhe. Also ist das für ihn ein Klacks. Also was mich jetzt ganz spontan so mega fasziniert, ist sein Schauspiel. Also ich meine damit nicht, dass es gespielt ist. Im Gegenteil, er ist ja drin. Aber dieses Erzeugen von Spannung, dieses... Ah, mir fehlen die Worte. Ich habe auch so ein bisschen nasse Augen jetzt, echt. Dieses Erzeugen, wie er spricht, das meine ich so, dass das Herz versteht, was er da singt. Ich war jetzt so geflasht von dem erstmal, dass ich jetzt gar nicht auf den Text geachtet habe. Ich spreche kein Russisch tatsächlich. We are going to translate this video into Russian language soon. Ich spreche schon Polnisch und andere Sprachen, aber mit dem Russisch, da schauen wir mal. Was passiert da überhaupt, dass er so faszinierend diese Spannung erzeugen kann. Dann, ich versuche auch so, dass ihr dann auch musikalisch was mitnehmt. Er gestikuliert zwar, aber es ist alles in so einer gewissen Bescheidenheit. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist nicht irgendwie, oh, ich bin der Star, sondern er spielt schon, aber er kommt vom Herzen, er ist lieb. Weiter geht's. Der Blick ist schon. Ich bin auch verliebt in diesen Vater, der ist so niedlich. Ja, sehr gefühlvoll. Geht schon mehr in die Tiefe als SOS, finde ich, für meinen Geschmack, so vom musikalischen her. Schaut mal die Melodie. Das ist an sich nur da, da, di, da, da, da. Na, nicht mehr, aber aus so einer ganz normalen da, di, da, da, da macht er da, 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 da. Na, diese Spannung, die Töne sind schwer leicht. Er spielt eben mit diesen Betonungen und ist trotzdem dabei natürlich. Die Tür verriegelt hinter meinem Rücken. Das hier. The spinoi. Nur die Melodie ohne Interpretation wäre The spinoi. So, ganz normal. Aber er macht The spinoi. Und dann sind wir gespannt, was passiert. Mit Blick auf den Herbstwind. Über mich. Er nimmt auch so einen leichten Hauch in seiner Stimme. Darin, darina, nina. Das geht jetzt bei, das heißt Opera. Also, ich würde Dimash
das dachte ich auch schon beim letzten Video, ich würde ihn mit niemandem vergleichen. Die Marschstil, man könnte sagen, hier, das ist Klassik, das ist Musical, das ist Rock, das ist Volksmusik, das ist die Marsch. Die Marsch ist weder Oper noch Rock noch irgendwas, er ist nur er, weil er so individuell ist. Und diese Stärke muss man erstmal auch haben, musikalisch sich so rauszukristallisieren. Das ist einfach nur Spitze. Und dieses Hauchen, das kann man in der richtigen Oper nicht machen, das würde man nicht hören. Aber hier passt es so perfekt. Nachts Gewitter. Manchmal nimmt er, vielleicht ist es für manche ein neues Wort, Legato. Legato in der Musik heißt gebunden. Ne? Manchmal ist es so tam, 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 tam. Und bei dem gebunden, die Musik fließt, sie geht weiter. Eine Musik kann stehen bleiben und nur na, di, da, na, oder ta, di, da, na. Da verlässt er, ne? Da verlässt er so die Bruststimme na, und geht dann in dieses Kopfregister dann über. Aber ebenso extra, ne? Jetzt würden vielleicht einige Gesangscoach sagen, das darf man nicht, ne? Er darf alles. Super. Okay, wundervoll. Die Sache ist die, merkt ihr, er singt nicht einfach nur diesen Ton, er vorbereitet den, ne? Sein ganzer Körper, man spürt, es kommt und dann kommt dieser hohe Ton. Wo sind wir hier? Da ist schon dieses C. Also eine klassische Stimme, ich bin jetzt nicht völlig eingesungen, eine klassische Stimme, die hat ein bisschen mehr Vibrato, als wie er jetzt singt. Ich kann euch das mal zeigen. Also wenn ihr zum Beispiel bei mir das Intro-Video seht, da habe ich auch solche hohe Töne. Da merkt ihr, die hohe Töne, die sind so ein bisschen mehr, die schwingen so ein bisschen mehr, weil es gibt so gewisse Anforderungen. Ich zeige euch nachher, ich habe meine Professorin, das suche ich euch gleich mal raus. Die singt auch ein Lied, wo sie so ein hohes, ich glaube, das Carmina Burana ist ein D, ne? Wo sie so ein hohes D aushält. Sie kann auch höher, weil sie ist auch Koloratursopran. Aber dass ihr so ein bisschen den Unterschied merkt, so, das ist so die Opernstimme, das wird auch so wunderschön. Ich suche es euch gleich raus. Und das ist die Marsch. Der hat halt eine eigene Art, diese Höhe zu interpretieren. Er erzeugt mit seiner Art Ekstase bei den Menschen. Und das ist magisch. Ich zeige euch mal was. Wenn wir, ich habe immer so was für meine Schüler. Das ist ein Zwerchfell. Das ist ein bisschen scherzhaft, das habe ich mal gemacht. Und stellt euch mal vor, ihr streichelt dieses Zwerchfell oder euren Hund oder einen Hasen, ja? Dann fangt ihr an zu streicheln. Die Augen gehen zur Hälfte zu. Ihr gebt ein bisschen Druck aufs Fell und dann zart wieder ab. Ja? Und wenn wir diese Kurve an Streicheln auf ein Koordinatensystem übertragen, also wir hätten sozusagen zärtlich angefangen, bisschen mehr und dann zärtlich wieder ab. Und wenn wir das in Dynamik, also in Lautstärke übertragen, dann haben wir eben so eine Art. Und es ist nicht einfach. Und das macht er, also dieses Prinzip, man kann es mit allen Gefühlen machen, man kann es mit Ekstase machen, man kann es mit negativen Sachen auch machen, mit Rache und Gewalt, das muss ein Künstler auch können. Und er macht halt dieses, wow, ich katapultiere euch in den Himmel. Und die Gefühle, die er hat im Herzen, und er hat sehr, sehr viele Gefühle, die überträgt er eben auf diese Dynamik, auf diese Entwicklung von den Tönen. Und das ist, glaube ich, nicht, also was heißt glaube ich, ich weiß, das ist nicht nur einfach die Technik, dass er jetzt denkt, ich mache so mit dem Ton, sondern das ist diese Verbindung, sein Herz zu Gott, zum Universum, zu seiner Stimme. Wow. Er steht drüber, ne? Er steht drüber.
Er sagt, liebt mich, ich liebe euch. Macht mal so Stopp, wenn sein Vater guckt. Er hat auch so viel Liebe im Gesicht. Merkt ihr, das ist eigentlich dieselbe Melodie, aber er ist noch mehr drin. Ja, er war schon drin, aber es ist noch mehr, jetzt jongliere ich. Als wäre er so eine Art Gott der Natur und sagen würde, ich jongliere den Herbstwind. Und er steht drüber, aber trotzdem auf seine süße, er ist ja auch ein unglaublich schöner Mann, muss man sagen, ne? Diese Lippen, dieses Gesicht. Kann es nicht befragen. Ich weiß nur, nach mir wird die Stimme des Windes sein. Und das ist die Stimme des Windes. Ja. Genau, er beschreibt die Natur. Auf einmal wieder dieser krasse Stilwechsel, ne? Er macht diese Geste, das ist wieder ganz anders als dieser Wind und als dieses Vorspiel davor. Es sind wieder so drei Musikstilrichtungen mindestens, die hier zusammenkommen. Das ist echt spannend, sich das jetzt mal so zum zweiten Mal anzuschauen. Man sieht halt auch noch mal mehr, ne? Habt ihr diesen Blick gesehen von dir? Sind wir noch beim Zilz? Ja. Das werde ich mal. Gehen wir mal hier auf YouTube nochmal. Und ich zeige euch mal diese Opernstelle. Also Carmina Burana ist jetzt keine Oper direkt, sondern eher so ein musikalisches Werk. Wieder zurück. Ich habe euch die Stelle gefunden. Hier auf dem Bild seht ihr den berühmten Dirigenten Zubin Mehta. Und jetzt kommt dieses Dulcissimo. Und achtet drauf, das hat so ein bisschen ein anderes Vibrato. Und sie singt ohne Mikrofon. Das ist die Mailänder Scala. Da passen, ich weiß nicht, irgendwie auch 2000 Leute rein. Na, und man darf kein Mikrofon haben. Das reicht ja erstmal bis dahin. Ich verlinke euch nochmal das Video, dass ihr es nochmal so direkt live hören könnt. Das ist, ich sag mal, die Minute, so fangt gerne mal an bei Minute 4:30. Da kann man das ganz gut hören. Das ist auch nicht ihre volle Lautstärke, merke ich gerade. Und das ist dieses, also viele haben mir gesagt, die Marsch wird auftreten, hoffentlich findet es statt, trotz Corona und so. Und sie stand ja vor mir jede Woche, diese Dame. Und ich weiß, am Anfang, wo wir uns kennengelernt haben, flossen mir immer die Tränen. Weil dieses vor einem zu stehen in einem Raum ist auch mal richtig, richtig heftig. Und das würde ich mal gerne erleben. Ne? Also ich denke, das ist ein Riesenunterschied nochmal, das von Dimash zu hören. Hier, ich klicke ihn mal wieder an. Sein Vater, oh! Das doch nochmal so live zu hören, das ist, denke ich, nochmal 10-mal mehr. Also diese Ekstase der Leute, wenn wir hier schon auf YouTube so abgehen, wie krass muss dann dieses Erlebnis sein für diese Menschen. So, wir machen hier jetzt erstmal Schluss. Ich freue mich auf das nächste Video. Ich kann es wieder auch nicht erwarten, denn ich weiß, die Reise geht weiter. Und ich bin gespannt, auf welche Stile er hat. Ich finde, diese Stile sind nochmal ganz anders als die bei SOS. Also wieder drei komplett neue
fantastische, wundervolle Welten. Und ich freue mich riesig, wie die Reise weitergeht. Kommentiert gerne weiter in euren Sprachen. Ich kann das alles so mir auch übersetzen und vieles verstehe ich dann ja auch. Und erzählt mir gerne auch, was ihr wisst über diese Stücke. Das ist für alle auch sehr informativ. Ich bin noch, wie gesagt, neu. Ich habe nur zwei Stücke gehört und bis zum nächsten Video. Ich verspreche euch noch nichts, damit es wieder so unglaublich spontan ist und ich das mit euch teilen kann. Ich danke euch und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen.